Leute, Kapitäne und Kapitäninnen, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und da haben wir heute dieses wunderschöne Schiff. Und jetzt kann sich der ein oder andere schon denken, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein deutsches. Wir haben es bei mir auf dem Kanal noch nie gesehen. Und es handelt sich hierbei um einen Kreuzer, nämlich die Graf Spee. Ja, Lederbuchs, vielen Dank an dich für dieses Replay. Sehr schön, dass wir dieses Schiff endlich auch mal bei mir auf dem Kanal sehen können. 6er, 5er Gefecht hat er hier erwischt. Und natürlich gehen wir hier mal ein bisschen in die Action rein. Minimap, mach mal größer. Und dann kommt er jetzt gleich auf die ersten drauf. Und damit sind wir schon sozusagen live in Echtzeit. Und schauen, was er da so reißen kann. Vielleicht das ein oder andere Feature kann ich euch schon mal nebenbei so ein bisschen erzählen. Die Endgeschwindigkeit von dem Schiff sind 28,5 Knoten. Wendekreisradius 680 Meter. Die Ruderstellzeit 10,3 Sekunden. Jetzt brennt er schon. Muss nur ein bisschen aufpassen. Oh, schöne Zitadelle. Zwei Stück an der Ober. Ja, holla die Waldfee. So geht eine Runde los. Da rede ich hier noch gerade die Fakten, weil ich mir denke, es passiert nichts. Und dann zack, haut da so eine AP-Schelle raus. Sehr schön. Aufdeckung zu See. 12,7 Kilometer, sofern ihr natürlich nicht schießt. Und aus der Luft bei 8,5 Kilometer das Ganze. Die Bewaffnung. Vorne bzw. hinten ein Turm mit drei Kanonen a 283 mm. Muss ich noch aufpassen? Schieß doch mal. Jo, man hört es auch schön, satter Sound. Also hier vorne natürlich der eine Turm mit drei Kanonen, hinten der andere, eben 283 mm das Ganze. Drehzeit für die 180 Grad sind 25 Sekunden und die Nachladezeit, die liegt so bei 20 Sekunden, bis ihr nachgeladen habt. HE-Schaden 3200, AP-Schaden 8400, also sehr satt. Brandwahrscheinlichkeit 20% und die Reichweite sind 16 Kilometer. Die sekundären übrigens kommen 4 Kilometer weit, also wenn ihr da mal Bedarf habt, wisst ihr natürlich, auch die sind vorhanden. Ja, und ihr seht, ansonsten gibt es auch noch für jede Seite einen Torpedowerfer. Die sind hier hinten positioniert, also auch da mit jeweils 4 Torpedos in den Rohren, also auf eine Seite 4. Und wenn ihr natürlich schnell genug wendet, gibt es in Summe 8 Torpedos frei Haus. Ja, das war's dann zu den Fakten. Und jetzt gucken wir mal weiter ins Gameplay, weil jetzt hat er hier eine Dunkirk, oder ich sag einfach eine Dunker, auf die er hier geht. Und da konnte er schon zweimal den Brand sichern. Und ihr seht oben, yo, der tickt auch. Deswegen gibt es jetzt hier Diffuso. Die Graf Spee ist natürlich aktuell ein Premium-Schlachtschiff. Kann man sich derzeit zum einen erspielen, zum anderen aber auch kaufen. Das heißt, wer keine Lust hat, sich das zu erspielen, der kann sich die kaufen. Und umgekehrt, wer keinen Bock hat, sich die zu kaufen, kann sich auch erspielen. Man muss auch dazu sagen, in Europa gab es gerade so ein bisschen ein heißes Thema um dieses Thema erspielen, weil in anderen Ländern gibt es ja mehr, was man da erspielen kann. Ich glaube, in den USA kann man auch noch ganze Menge Tarnungen für normale Schiffe nehmen. Und es gibt auch andere YouTuber und andere Blogger, die das Thema schon aufgegriffen haben. Ich ehrlicherweise sehe das ein bisschen anders als viele. Klar ist Gleichberechtigung und Gleichstellung irgendwo wichtig, aber am Ende des Tages ist es eine Firma und sie werden auch natürlich da mehr machen für ein Spiel, wo sie auch dementsprechend die Notwendigkeit haben. Und wenn das Spiel in Amerika nicht so gut läuft, ist doch logisch, dass die in Amerika mehr zubuttern, als wenn sie so wissen, okay, in Europa läuft das Spiel gut, dann ist doch auch irgendwo nachvollziehbar, dass sie da irgendwo weniger reingeben. Ist zwar nicht schön, aber am Ende des Tages haben wir hier eine Firma, die auch ihre Premium-Tarnung auch verkaufen will, sofern sie es denn können. Und mei, ist wie gesagt nicht schön, Gleichberechtigung ist nachvollziehbar, aber ab und an sollte man sich hier immer im Kopf bewahren, dass wir hier kein Gleichberechtigungsspiel haben, sondern ein Spiel und eine Firma, die auch Geld damit verdienen will. Das ist jetzt nochmal meine Meinung, wie gesagt. Damit Grundsatz, kann es verstehen, dass es einige doof finden. Natürlich hätte ich auch gern alles geschenkt, aber man muss auch Wargaming, glaube ich, verstehen, dass sie sagen, okay, da wo wir damit Geld verdienen, da machen wir es, und da wo wir einfach Spielerzahlen brauchen, da gibt es dann dementsprechend auch einfach mehr. Ist übrigens bei
World of Warplanes ähnlich. Auch da gibt es deutlich mehr zu bekommen als bei World of Tanks und World of Warships. Also wer da noch was braucht, der kann sich da bestimmt wohlfühlen. Der Torpedo-Hit trifft schön in New Mexico, sorgt hier auch für den Wassereinbruch und jetzt fahrt er massiv drauf. Das ist sehr mutig. Schlägt hier schon mit seinen AP-Stellen ordentlich zu. Aber man muss sagen, das, was er hier macht, ist wirklich mutig. Was das Schöne an der Graf Spee ist, sieht man nämlich unten ganz gut. Wir haben die hydroakustische Suche, die er jetzt gerade perfekt anmacht. So, jetzt, Junge, schick doch mal deine Torpedos. Jo. Hydroakustische Suche, wir haben eine Heilung. Und wir haben auch noch einen Jäger. Also von dem her, für alle was dabei, die Torpedos sollten eigentlich perfekt kommen. Jo, da sagt die New Mexico jetzt Tschüss. Das würden nämlich alle vier treffen. Also da hätte er mal richtig was am Start. Wahnsinn, wie massiv er da hingegangen ist. Und jetzt hat er nämlich nur noch 6100 Hitpoints. Und auch noch der Torpedowerfer auf der Backbordseite. Jetzt muss ich kurz überlegen. Backbordseite ist links. Der ist auch noch hinüber. Also jetzt muss er mit seinen Kanonen alleine zurechtkommen. Aber mit 87.000 Hitpoints hat er ja schon mal den einen oder anderen Nadelstich dem Gegner ordentlich bereiten können. Und jetzt geht er erstmal auf Diffuso, um seine Kongo da zu unterstützen. Aber will die da jetzt rammen, die Kongo? Das schaut so aus, oder? Ja, nee, doch nicht. Aber das war schon sehr. Oh, da war auch sogar nochmal Zitadellt an der Fuso. Schöner Treffer. Auch nochmal ordentlich knapp 15.000er Schelle rausgebratzt. So ist doch das fein. Und da drüben jetzt die Erober. Er muss natürlich warten, bis er sich wieder heilen kann. Darauf wird er sozusagen schon imaginär die U-Taste ganz stark drücken. Aber noch dauert es ganze 10 Sekunden. Dann kann er wieder sich ein bisschen Hitpoints zurückholen und ist wieder ein bisschen gesünder. Und jetzt kann er es auch. Und da kommen jetzt wieder schön die Hitpoints zurück. Müsste jetzt so auf 13.000, 14.000 kommen. Das ist natürlich eine ganz andere Basis, mit der man dann wieder arbeiten kann. Und jetzt ist er bei doch nur 11.600 Points, aber auch da. Sofern er jetzt nicht großartig getroffen wird, kann er gleich nochmal heilen. Er hat sogar noch zwei Ladungen vorhanden, also von dem her, er erholt sich hier gerade wieder sehr ordentlich. Die Action findet natürlich gerade ganz woanders statt. Deswegen muss er da jetzt mal auch langsam wieder dahin kommen. Ist natürlich jetzt eben nicht der schnellste für einen Kreuzer, absolut in Ordnung von der Geschwindigkeit, aber man kann natürlich so in dem Moment immer noch ein bisschen mehr hoffen. Von der Reichweite absoluter guter Wert, 16 Kilometer. Damit kann man eigentlich immer ordentlich auf den Gegner wirken. Aber ich gebe es auch ehrlich zu, ich habe das Schiff noch keine Sekunde gespielt. Ich sehe es jetzt auch so zum ersten Mal. Aber sie wirkt wirklich so von den Zahlen, Daten, Fakten her wirklich ordentlich. Oh, schön abgestaubt. Deswegen, aber natürlich würde mich dann von euch auch mal die Meinung interessieren. Vielleicht sogar von denjenigen, die sich das Schiff schon gegönnt haben. Wie findet ihr denn das? Ist es das wert zu kaufen? Würdet ihr sagen, jo, ansonsten erspielst du es euch? Oder sagt ihr, nee, ist es eigentlich alles gar nicht wert? Das würde mich mal besonders interessieren. Ich muss aber sagen, so von den Zusatzfeatures, auch der Heilung und sonstigen Sonar oder hydroakustische Suche, da hat es schon sehr, sehr schöne Sachen. Die Kanonen, mit denen kann man arbeiten, 283 mm und auch die Torpedos. Also das sind so alles so Werte, wo ich sage, für einen 6er Kreuzer hat es Potenzial und dann natürlich im Premium-Bereich, weil da gibt es auch noch den einen oder anderen Credit-Faktor, der da klar auch interessant und wichtig ist.
Und ihr seht, jetzt hat er schon wieder 17.000 Hitpoints. Also so schlecht, wie er vorher dastand, so gut geht's ihm jetzt auch wieder. Was ich das Schöne finde, gerade bei den Deutschen waren ja die AP-Granaten immer wahnsinnig toll, aber die HE-Granaten so wirklich Müll. Also da bin ich jetzt mal ganz drastisch. Aber hier bei der Graf Spee kann man wirklich mit beiden Munitionsarten gut was anfangen. Und auch da direkt wieder der Brand. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber von dem Team her, da muss man sagen, das funktioniert leider nicht so gut. Derzeit noch 4 Leute bei ihm am Leben und 6 beim Gegner. Also die sind da deutlich frischer, wobei sie aber mehr Punkte noch für sich verbuchen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der hier für sie spielt. Allerdings sind sie auch, Entschuldigung, sind sie auch hier so ein bisschen stark verteilt. Hier hinten ist ein Schlachtschiff, da unten ist ein einziger Zerstörer. Die Warspite, glaube ich, war das hier drüben, ganz genau. Die ist im Fokus von vielen Schiffen, also sozusagen alle drei hier. Dann von da drüben gibt es auch noch ein bisschen was, sieht man immer hier schön, wirken von der T-22. Also die hat hier massive Probleme. Und er kann ja nichts machen, als aus dem Hinterhalt sozusagen ein bisschen zu unterstützen. Seine letzte Heilung, die lässt er jetzt auch gerade noch stecken. Und auch hier wieder ein Brand, den er da ausgelöst hat. No, T22 kommt da bald schon über dem Weg. Und da jetzt einfach schießen, Junge. Einfach schießen. Genau, jetzt wegpratzen. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Vielleicht. Ja, sehr schön. Gleich hier mit den. Yo, genau so ist es. Und jetzt schauen, wo kommen die bösen Torpedos? Einlenken, einlenken. Und dann passt es. Und gleich die nächsten Treffer versuchen zu setzen. Leider der Torpedo, der hier daneben geht. Aber er hat hier jetzt durch seine Hydrokursuche alle Möglichkeiten. Vielleicht aber... Oh ja, die New York wird da von den Torpedos schön eingedeckt. Und er geht natürlich weiter auf die T-22 hier drauf. Jetzt könnte er wieder heilen, aber ich glaube, da hat er jetzt gerade den Kopf nicht frei dafür. Doch, macht er. Super, genau so ist es gut. Und er ist der Letzte hier in der Runde. Und da sind wir mal ehrlich, das wird kein Sieg mehr werden. Aber mal schauen, was er noch so rausbekommt hier. Den nimmt er noch mit. Jetzt hat er natürlich schade, dass er jetzt den Torpedo, die Torpedomöglichkeit nicht mehr hat. Dementsprechend muss er jetzt hier drauf gehen. Ja, und wir sehen, die Hitpoints droppen massiv. Aber er hat schon sehr schön Schaden angebracht. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir eure Meinung zu dem Schiff. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.